Ausland, Ausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Ausland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde. Heute in Horseland. Bei einem Campingausflug entfacht ein Brand und die Freunde müssen sich vor einem wütenden Waldfeuer retten. Der See ist ihre letzte Hoffnung, aber Zoe und Chloe können nicht schwimmen. Sieh dir diese Sauerei an. Wer hätte gedacht, dass Menschen in einer Nacht so viel Schaden anrichten können? Aber es sind unsere Freunde schon vergessen, sei nicht so streng. Unfälle passieren nun mal. Nicht, wenn man ein bisschen umsichtiger ist. Ich finde das beschämend, geradezu peinlich. Und du nimmst sie auch noch in Schutz. Du musst deine Nase aber auch überall reinstecken, Angora. Kümmere dich lieber um deine eigenen Angelegenheiten. Damit hast du genug zu tun. Hört auf, euch zu streiten. Wichtig ist doch, dass unsere Freunde sicher nach Hause gekommen sind. Seht ihr das nicht auch so? Ja, da hast du recht. Da muss ich dir zustimmen. Danke. Schiff, du hast Glück gehabt, dass du sie nicht begleitet hast, wie du es eigentlich wolltest. Ich wünschte, ich hätte es getan. Dann hätte ich helfen können. Ich erinnere mich noch an den Morgen, als sie losgezogen sind. Alle fertig gepackt und bereit zum Aufbruch? Na klar doch. Ja, aber hallo. Ich verstehe nicht, wieso ich nicht mit auf den Ausflug darf. Die brauchen mich doch. Wie soll ich denn auf die Pferde aufpassen, wenn sie kilometerweit weg sind? Die Kinder sind jetzt alt genug, um selbst auf die Pferde aufzupassen. Außerdem ist der Campingplatz eine ganze Ecke entfernt. Und ich würde dort nichts Leckeres zu essen finden. Ich hoffe, sie verlaufen sich für eine Weile. Vielleicht haben wir dann hier mal ein bisschen Ruhe. Ich fänd's besser, wenn wir alle zusammen wären. Ich glaube, Benny bleibt hier, Chef. Gute Arbeit, Alma. Das hält bestimmt. Danke, Willi. 10 Punkte für guten Geschmack, Molly. Aber damit kommst du sicher nicht weiter als bis zum Tor. Oh, Willi. Ja? Du bist ein Spielverderber. Und was haben wir hier? Vorräte für 2 Tage, genau wie du gesagt hast. Wir sind sehr gut vorbereitet. Mhm. Für mich seht ihr ein bisschen übervorbereitet aus. Das ist doch wohl ein Scherz. Wo wollt ihr den denn anschließen? Ein Mädchen muss auf sein Äußeres achten. Kannst du nicht ein Verlängerungskabel mitnehmen? Lasst uns mal ein bisschen umpacken. Hey! Wow! Das Zeug brauchen wir. Entschuldige, aber wie wär's stattdessen mit vernünftiger Campingausrüstung? Was? Wozu brauchen wir denn den ganzen Kram? Chloe, Zoe, bei einem Campingausflug spielt die richtige Ausrüstung eine wichtige Rolle. Wir müssen für alles gewappnet sein, falls es Probleme gibt. Zum Beispiel, ein Erste-Hilfe-Kasten ist ein absolutes Muss. Besonders, wenn ein Handy drin liegt. Da sind die Notfallnummern von Horseland eingespeichert. Vorgespeicherte Nummern? Und was ist daran so toll? Was soll bei einem kleinen Campingausflug schon passieren? Ich verstehe das nicht. Die anderen sind doch bestens vorbereitet. Wieso müssen wir da überhaupt noch was mitnehmen? Einer muss hier bleiben und die Arbeit machen, Benny. Es kommen auch noch andere Ausflüge, Benny. So ist das, Aztek. Vielleicht regnet es ja. Gleich kommen wir zu einem schönen Platz. Da können wir eine kurze Pause machen. Na, endlich. Dieses Bergauf ist echt anstrengend. Oh, Willi, das ist ja wunderschön hier. Du sagst es. Allein dafür lohnt sich schon der Ausritt. Wie weit ist es denn noch bis zum Campingplatz? Du hast wohl keine Lust mehr weiterzureiten, hä? Huh? Der Letzte, der da drüben ankommt, muss abwaschen. Höher, Button! Los, Junge! Wartet mal eine Sekunde! Ach, wieso nicht? Komm schon, Jimba. Zeigen wir denen, wie es geht. Besonders, wenn ich in Führung gehe. Seht euch mal Sarah an. Hä?
Juhu! Hey, jetzt bin ich die Letzte. Willi versucht uns einzuholen, Scarlett. Komm schon, Mädchen, hängen wir ihn ab. Oh ja! Echt gut, Sarah. Wieso bin ich nur auf die blöde Idee mit dem Abwaschen gekommen? Das war keine echte Herausforderung für die Pferde. Oder für uns Reiter. Genau. Es zählt doch eigentlich nur, wenn es Preisrichter gibt. Peppa reitet vor Publikum immer besser, ha? Huh? Gut gemacht, Scarlett. Der Campingplatz ist gleich hinter dem Hügel. Dann wollen wir mal das Lagerfeuer in Gang bringen und die Marshmallows rausholen. Nehmt die Taschen und die Sättel von den Pferden und reibt sie ab. Alma, fang an, die Zelte aufzubauen. Zu Befehl, Captain Willi. Molly, du packst Proviant und Ausrüstung aus. Und koch das Wasser ab, wenn du das Essen und das Trinken zubereitest. Verstanden, Willi. Sarah, du sammelst da drüben ein paar tote Zweige. Ich hätte auch eine Säge. Gut, was? Sehr witzig. Komm, beeil dich. Ich finde, nach dieser Camperei sollten wir einen Wellness-Tag einlegen. Hinter dem Hügel ist ein See. Alle vier Wasserkanister müssen aufgefüllt werden. Ich dachte, wir wären hergekommen, um mal auszuspannen. Ja, echt ein toller Urlaub. Gut. Kein Wasser, kein Essen. Wer von euch will es den anderen sagen? Schon gut, schon gut. Wir sind also die Wasserträgerin. Wenn man campen geht, muss jeder mit anpacken. Da kann man nicht auf der faulen Haut liegen. Ich finde es eine Frechheit, dass er uns diese vier Dinger schleppen lässt. Das bildet er sich ein. Genau. Ich schleppe auf keinen Fall so viel Wasser einen Berg rauf. Schon viel besser. Ja, wozu sich abrackern? Du hast recht, Zoe. So ist es viel besser. Nun hör dir diese quengelnden Gören an. Man könnte meinen, wir wären auf ihrem Rücken den Berg raufgeritten. Komm schon, Jimber. Sind doch nur Kinder. Du bist als Fohlen sicher auch öfters nicht in die Hufe gekommen. Ich glaube, Jimber war nie ein Fohlen. Der wurde schon alt geboren. Und dann hören sie das Kratzen erneut, direkt vor der Beifahrertür. Betty Sue verriegelt die Tür und schreit, geh weg, geh weg, geh weg! Als Billy den Schlüssel umdreht, will der Motor trotz mehrerer Versuche nicht anspringen. Das Kratzen wird lauter, der Türgriff fängt an, sich zu bewegen. Aber das Auto will immer noch nicht anspringen. Plötzlich landet etwas mit einem lauten Dong auf dem Dach. Hoppla! Verzeihung! Dann, das Auto springt an. Und sie rasen durch die Nacht, bis sie wieder bei Betty Sues Haus ankommen. Endlich sind sie in Sicherheit. Doch als Betty Sue die Autotür öffnet, hört sie ein Kratzen, das sich wie Krallen auf Metall anhört. Und schon gehen die Raubtiere auf sie los. Betty Sue schreit. Aber dann greifen sich ein paar Eichhörnchen ihre Popcorn-Tüte und rennen in die Nacht davon. Eichhörnchen! Na toll. Und wie sollen wir jetzt einschlafen können? Hey, erzähl uns noch eine. Nein, das war der Klassiker. Die anderen sind nicht so gut. Außerdem wird es Zeit für heute Schluss zu machen. Buenas noches, Mimira. Ich bin gleich da drüben in meinem Zelt. Es ist nicht mehr viel Wasser da, um das Feuer zu löschen. Aber wir haben ja noch die anderen zwei Kanister. Die anderen zwei Kanister natürlich. Ja, die anderen beiden. Also dann? Ich sagte doch, wir hätten alle Kanister füllen sollen. Nein, hast du nicht. Und was machen wir jetzt? Also, ich gehe im Dunkeln nicht nochmal zum See. Schmeiß doch einfach ein bisschen Erde drauf. Das dürfte wohl reichen. Sieht gut aus. Wenn wir aufstehen, wird das Feuer schon seit Stunden aus sein. Sie haben uns zu fest angebunden. Jimba! Feuer! Los, alle raus! Hey, was ist
jetzt los, Willi? Hilf mir, die Pferde loszubinden. Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber wir müssen alle sofort zum See rüberbringen. Hä? Feuer! Los, raus mit euch! Schon gut, schon gut. Oh, oh. Kommt schon! Los, lauft weg! Ich muss noch mal zurück. Wartet! Haltet mal an! Unsere Freunde sind noch da hinten! Hey! Halt! Wo ist Willi? Hä? Willi! Willi, beeil dich! Da bist du ja. Gott sei Dank. Warum bist du denn nochmal ins Feuer gelaufen? Du hättest verletzt werden können. Ich habe mich von den Flammen ferngehalten, aber ich musste gehen, weil wir das hier brauchen. Ich bin froh, dass wir das mitgenommen haben. Ein Glück, dass Chloe und ich das eingepackt haben. Jetzt holen wir unsere Pferde. Hey, was... Was ist das? Wenn das nichts Wichtiges ist, hast du eigentlich eine Ahnung, wie spät es ist? Ja, Willi, hab verstanden. Ich werde Bescheid sagen. Passt bloß gut auf euch auf. Es wird alles gut werden, Scarlett. Hab keine Angst. Und was jetzt? Das Feuer breitet sich aus. Alle auf die Pferde und mir nach. Was sollen wir bloß als Sattel nehmen? Wir reiten einfach so. Das haben wir auf dem Hof doch auch schon gemacht. Ohne Sattel wird es bestimmt lustig. Wie sieht's aus, Chili? Wir probieren's mal, Pepper. Ich helf dir, Molly. Und was ist mit dir, Alma? Button und ich haben was Neues einstudiert. Nicht schlecht. Alles klar. Und los! Das Feuer hat uns den Weg abgeschnitten. Und was jetzt? Wir müssen zurück zum See. Oh nein! Das Feuer schneidet jeden Weg ab. Was sollen wir denn nur tun? Der See. Er ist unsere einzige Chance. Ja, ich wollte schon immer mal im Pyjama schwimmen. Haben die gesagt, wir werden schwimmen? Können wir nicht einen anderen Weg nehmen? Wir haben keine andere Wahl. Los, kommt, wir haben keine Zeit mehr. Niemals. Chloe, Zoe, wo ist das Problem? Wir können nicht schwimmen. Ah! Oh, oh. Ihr könnt nicht schwimmen? Das verstehe ich nicht. Habt ihr nicht einen olympisch großen Pool in eurem Garten? Hey, häufiges Baden ist ungesund. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr seid durch die ganze Mittelstufe gekommen, ohne schwimmen zu lernen? Wir haben keine Zeit für lange Diskussionen. Das Feuer kommt immer näher. Eine von euch kann sich an mir festhalten. Ich bin eine gute Schwimmerin. Nein, bis zum anderen Ufer ist es zu weit. Selbst ein guter Schwimmer würde von dem zusätzlichen Gewicht runtergezogen werden. So viel wiege ich nun auch nicht. Lasst mich nachdenken. Calypso! Was ist los mit den Kindern? Haben sie nicht mal so viel Verstand, dass sie einem Feuer aus dem Weg gehen? Chloe, Zoe und alle anderen, wir müssen weiter. Na los, ihr beiden. Haltet euch fest. Wir schaffen das. Komm schon, Scarlett. Aufgepasst.
Packt alle die Mähen und haltet euch gut fest. So ist es brav. Wir sind in 0, nichts drüben. Komm schon, Chili. Na los, Pepper. Zoe, Chloe, nur Mut. Ihr schafft das schon. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich kann es doch. Da! Willi, was ist, wenn ich runterfall? Willi, ich hab Angst. Haltet euch nur gut fest, das klappt schon. Ruhig, Junge. Wir müssen nahe bei Chloe und Zoe bleiben, falls sie uns brauchen. Ist alles klar bei euch? Ja, ja, bestens. Chloe und Zoe geht es gut. Sie zittern nur ein wenig. Chili, beeil dich ein bisschen. Du frierst bestimmt auch. Na, endlich Land. Wow. Ups. Braves Mädchen, Scarlett. Ich wusste ja gar nicht, dass du Wasser so gern magst. Hey, pass auf, Calypso. Ich bin schon nass genug. Danke fürs Rüberbringen, Button. Jetzt müssen wir warten, oder, Willi? Ja, hier sind wir sicher. Wer hätte gedacht, dass man im Sommer so frieren kann? Wer hätte gedacht, dass ich mich mal so freuen würde, die Feuerwehr zu sehen? Wir wollen jetzt lieber nicht darüber reden, wer dafür zuständig war, das Lagerfeuer auszumachen. Ehrlich gesagt mache ich mir im Moment mehr Sorgen um jemand anders. Du darfst dir keine Vorwürfe machen, Willi. Mach ich aber. Eigentlich haben wir großes Glück gehabt. Wir hätten in dem Feuer verbrennen können, aber wir sind noch am Leben. Trotzdem, ich hatte die Verantwortung. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Du hast deine Sache gut gemacht. Du hast uns aus den Flammen gerettet. Gott sei Dank sind wir mit dem Schrecken davon gekommen. Wir haben nur ein paar Zelte und Sättel verloren. Und der Wald wird sich ganz bestimmt auch wieder erholen. Willi, wir sind alle in Sicherheit. Siehst du? Ich hoffe, dass meine Tante und mein Onkel das auch so sehen. Der Junge hat sich echt ins Zeug gelegt, als es vorhin so gefährlich wurde. Ja, er hat wirklich Mumm bewiesen. Manchmal wünschte ich, die Menschen hätten ein bisschen mehr gesunden Pferdeverstand. Ja, ein bisschen davon hätte uns heute Nacht einiges erspart. Aber Unglücke passieren. Sowas kann schnell geschehen. Aber die Hauptsache ist, dass niemandem etwas passiert ist. Ich wusste die ganze Zeit nicht, ob ihr verletzt und wo ihr hin seid. Ich habe bestimmt 100-mal die Wahlwiederholung gedrückt. Ich glaube, das Handy funktioniert unter Wasser nicht. Und bekommen wir auch Anerkennung dafür, dass wir die Kinder gerettet haben? Wahrscheinlich nicht. Ich freue mich auf frischen Hafer und langes, gründliches Striegeln, wenn wir nach Hause kommen. Hey, Scarlett, komm. Wir bringen euch jetzt nach Hause. Ohne euch hätten wir es niemals geschafft. Ja, echt gut gemacht, Calypso. Muy bueno, Button. Wer als erster da ist? Alto peligro. Vielleicht sollten wir das lieber nicht machen. So ohne Sattel rutschen wir sonst runter. Ich hab ja gesagt, ein paar Tropfen sind nicht genug, um das Feuer auszumachen. Das hast du nicht getan. Hab ich wohl. Benny, ich weiß nicht, was deine Eltern denken, aber es gibt keine Entschuldigung. Sie werden das verstehen, Willi. Mach dir mal keine Sorgen. Zoe, es war eine ziemlich blöde Idee, die beiden Kanister einfach wegzuwerfen. Du hattest genauso wenig Lust, 4 volle Kanister darauf zu schleppen. Spiel hier bloß nicht das Unschuldslamm. Außerdem bist du die große Schwester. Du weißt doch sonst immer alles besser. Vertrau mir. Meine Eltern werden das auf jeden Fall verstehen. Außerdem werden Zoes und Chloes Eltern die fette Rechnung von der Forstverwaltung für das Löschen des Feuers bekommen. Und für die verlorene Ausrüstung müssen sie auch aufkommen. Die können sich das leisten. Und
da heißt es immer, Schweine machen Dreck, dass ich nicht lache. Seht euch nur dieses Chaos an, das ist ja unglaublich. Reg dich nicht so auf, Trine. Das bringt doch nichts. Sei lieber froh, dass unseren Freunden nichts passiert ist. Wenn wir etwas anstellen, scheuchen uns die Menschen sofort weg. Das liegt vielleicht daran, dass wir es selbst nicht in Ordnung bringen können. Ja, Menschen sind geschickter. So mit Händen und Werkzeugen. Mal sehen, wie weit die Mädchen sind. Es wird sicher eine Weile dauern, bis sie die neuen Bäume gepflanzt haben. Wie viele Bäume müssen wir eigentlich noch einbuddeln? Oh. Ich glaube, wir müssen weitermachen, bis wir alle ersetzt haben, die verbrannt sind. Das wird eine Ewigkeit dauern. Hätten wir bloß diese 4 Wasserkanister geschleppt, dann wäre uns das erspart geblieben. Wie wär's, wenn wir... Oh nein, keine blöden Vorschläge. Du gräbst schön weiter, Schwesterchen. Geh vorbei! Ach, du hast mich geschubst! Lass mich durch! Hab ich nicht! Was machen die da? Das geht schon den ganzen Morgen, dass sie so ineinander rasseln. Trine, könntest du dich bitte mit deinen Fliegen etwas weiter wegsetzen? Oh, okay, kein Problem. Schweinchen ist ganz brav. Weg da! Diese Übung beherrschen sie aber noch nicht so richtig. Blöde Fliege, verzieh dich! Trine, du könntest mal auf die andere Seite vom Reitplatz verduften. Hör mal, Angora, sie ist genau richtig dort, wo sie jetzt ist. Du kommandierst heute noch mehr herum als sonst. Das ist nicht nett. Weißt du, Chef, nur weil ich die beste Lösung für ein Fliegenproblem kenne, bedeutet das nicht, dass ich herumkommandiere. Es bedeutet nur, dass ich klug bin. Pass gefälligst auf! Chef, sollten die Kinder durch all das Üben nicht besser werden? Üben ist für mich ein Fremdwort. Ich kann alles direkt. Nun, an manchen Tagen werden die Dinge durchs Üben erst etwas verworrener und plötzlich findet man heraus, wie man sie entwirrt. Verstehst du? Irgendetwas sagt mir, dass heute so ein Tag ist. Ich bin gespannt, was noch so passiert. Heute früh dürfen wir endlich öffentlich bekannt geben, welche Reiter morgen die Eröffnungsparade des Volksfests anführen werden. Es ist das Team vom Gestüt Horseland, das erste Mal an der Parade teilnimmt. Sie haben die Jury sofort überzeugt. Ein absolut präzise eingespieltes Team aus Pferden und Reitern, das verspricht, die Menge in Staunen zu versetzen. Vorsicht! Pass auf, wo du hinläufst! Ihre Formation beherrschen sie allerdings noch nicht. Hört mal, ihr müsst euch besser konzentrieren, Leute! Hey, hier stimmt doch irgendetwas nicht! Deine Fahne! Halt sie hoch! Hoch! Das ist so komplett, absolut, total... Schwachsinnig. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Pardon, mein Fehler. Wir müssen das noch um einiges besser hinkriegen. Meine Güte, ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich auch. Ist schon okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Parade morgen. Ja, wir können das schaffen. Nur nicht, wenn Benny das Kommando hat, dann nicht. Das habe ich gehört. Ihr macht besser, was ich sage. Oh, wer fällt denn hier vom Pferd und will immer noch den Ton angeben? Du kennst den Ablauf. Wenn wir Formation reiten, führt immer nur einer von uns an. Und jetzt ist Benny dran. Also folgen wir seinen Anweisungen, okay? Danke, Sarah. Kein Problem. Du musst dir um uns keine Sorgen machen. Achte auf deine Spur. Wir folgen dir dann schon. Alles klar. So wird's gemacht. Okay, nochmal. Oh. Kneif mich bitte, wenn Benny es hinkriegt, ja? Komm schon, Chloe. Nicht einschlafen, Zoe. Thank you.
Nein, 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 Alma! Gerade! Du musst sie gerade halten, so wie ich! Benny, pass auf! Guck doch, wo du hinreitest! Ich? Du! Ich habe auf meine Spur geachtet! Hast du nicht! Hab ich doch! Hast du nicht! Hab ich doch! Ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Irgendwie kann ich es Benny heute überhaupt nicht recht machen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dir zu tun hat, Alma. Ach, das ist ja so ermüdend. Ein Missgeschick nach dem anderen. Viel Spaß bei der Show, ihr zwei. Ich mach jetzt dein Nickerchen. Du reitest dauernd in mich rein, Chloe. Rede nicht so mit ihr. Erzähl mir nicht, was ich zu tun habe. Du bist nicht mein Chef. Oh doch, heute ja. Ich glaube, ich habe meine Fahne nicht gerade gehalten, ha? Huh? Ach was, deine Fahne war prima, Alma. Wir machen eine Pause. Es ist Zeit fürs Mittagessen. Oh, Goody Goody, habt ihr das gehört? Mittagessen. Das bedeutet Reste. Oh, hoffentlich ist ihnen heute der Appetit vergangen. Hungrig, so hungrig. Es wird Zeit für eine richtige Pause. Hey, Molly, Sarah. Wie läuft's, Alma? Ganz okay, denke ich. Hi, Willi. Na, ihr beiden? Hey, Willi. Hey, Benny, hast du einen Moment? Da kriegt jemand Ärger. Du brauchst mich nicht so anzugucken. Ich weiß schon, was du denkst. Niemand weiß, was du denkst, solange du es nicht aussprichst. Das hat Großvater immer gesagt. Weißt du noch? Mhm. Willi, hör mal. Wegen der Parade. Ich hab nur versucht... Zuerst die Pferde. Klar, zuerst die Pferde. Wieso macht Willi ihn nicht fertig? Du kennst doch Willi. Erst wird sich um die Pferde gekümmert, dann nimmt er sich Benny vor. Ich hab an noch was gedacht, das Großvater gesagt hat. Wenn du die Führung übernimmst, dann hör auf deine Reiter und Pferde. Und sie werden auf dich hören. Komm, Jimba, wir machen einen Ausflug. Was hat das mit mir zu tun? Für den Rest des Tages wirst du den Laden hier schmeißen. Du meinst, ich soll das Paradentraining leiten? Hab ich recht? Nein, ganz Horseland. Wirklich? Deine Eltern mussten los und was für die Parade vorbereiten. Sie haben mich gebeten, ihnen zu helfen. Während wir weg sind, bist du der erste Mann hier. Ja! Nicht vergessen, deine Reiter, deine Pferde. Hör auf sie, dann hören sie auf dich. Oh, na ist doch klar. Das vergesse ich nicht. Hey, das war Willi. Wo fährt der denn jetzt hin? Hab keine Ahnung. Los, Scarlett! Hey, Sarah, wo willst du denn hin? Das wollte ich dich gerade fragen, Willi. Sollst du nicht die Ranch leiten, wenn Bennys Eltern weg sind? Ich helfe ihnen bei der Vorbereitung für die Parade. Ich habe Benny die Leitung übertragen. Du, meinst, dass er das kann? Du etwa nicht? Ich bin nicht sicher. Ich auch nicht. Großvater sagte immer, wenn man etwas richtig lernen will, muss man es manchmal erst falsch machen. Na gut, Willi. Wenn du das sagst? Wenn du meinst, er packt es nicht, dann musst du mit ihm reden. Und wenn er es dann immer noch nicht kapiert? Ruf mich an! Die Nummer steht neben dem Telefon! Was jetzt? Was macht er denn da draußen? Kommt schon, Leute! Zurück auf den Reitplatz! Wir müssen weiter trainieren! Oh, nicht schon wieder. Halt, halt, halt! Wo willst du denn hin, Sarah? Du musst nicht tun, was Benny sagt. Für wen hält er sich? Für den Rest des Tages ist er der Boss. Willi ist weg und hat ihm die Leitung übertragen. Wir sehen uns! Oh, Benny ist der Boss? Alma, nach links! Pass auf! Warte, ich mein rechts! Nein, von dir aus rechts! Vorsicht! Pass auf! Oh, nicht gut!
Alle stopp! Ich sagte stopp! Oh, der große Meister hat gesprochen. Sieh an. Wisst ihr was? Es sind genau Momente wie diese, wo Katzen froh sind, dass sie keine Menschen sind. Wisst ihr noch, wie ich sagte, manchmal müssen Dinge erst etwas verworrener werden, bevor man herausfindet, wie man sie entwirrt? Hört mal alle her! Würdest du mal aufhören, hier Befehle zu geben? Ich hab hier das Sagen! Ich hätte besser sagen sollen, sehr verworren. Hört mit dem Streiten auf! Ich streite ja gar nicht! Ich auch nicht! Gib mir meine Fahne! Hey, vielleicht bekommen wir einen Preis für die chaotische Formation. Nicht wahr, Benny? Gib sie her! Willst du etwa sagen, das ist meine Schuld, Molly? Benny, sie hat einen Scherz gemacht. Ja, über mich. Was für ein Anführer bist du? Geht hier lang. Nein, geht da lang. Komm schon, Chloe, gib ihm eine Chance. Aber seine Anweisungen machen keinen Sinn. Doch, wenn ihr zuhören würdet. Benny, Sie haben irgendwie recht. Hey, ich versuche es so gut ich kann. Benny, hör doch auch mal auf uns. Manchmal ist es nicht klar, was du von uns willst. Na schön, ganz wie ihr wollt. Dann mache ich es jetzt idiotensicher. Jeder von euch wird einer Schnur folgen. Ist das klar genug? Das kann nicht sein Ernst sein. Unsere Pferde sollen über all diese Schnüre steigen? Benny, ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Und los jetzt! Bevor die Parade morgen beginnt, malen wir uns alle wie Zebras an. Wieso sollten wir das tun? Wollt ihr wirklich, dass 10.000 Leute wissen, wer wir sind? Das ist doch peinlich. Da hat sie allerdings recht. Also dann, hier sind eure Anweisungen. So, ist das einfach genug? Ihr müsst nur dem Diagramm folgen und alles wird gut. Noch Fragen? Benny, können wir mal kurz sprechen? Nein. Alma, komm zurück! Du bringst die ganze Formation durcheinander! Alma, alles in Ordnung? Jetzt wird er sicher total sauer auf mich sein. Du kannst doch nichts dafür. Hör mal, wieso bringst du Button nicht zurück in den Stall? Es ist sowieso Zeit fürs Abendessen. Ja, aber was ist mit Benny? Ich glaube, ich muss mich ernsthaft mit ihm unterhalten. Na prima. Sarah bringt Alma zurück. Wir können wieder anfangen. Oh, großartig. Wo geht Alma denn hin? Ich habe ihr gesagt, sie soll eine Pause machen. Das hast du ihr gesagt? Es ist Zeit fürs Abendessen. Es ist Zeit fürs Training, Sarah. Das Training ist vorbei. Juhu! Was fällt dir eigentlich ein? Willi hat mir die Leitung übertragen, nicht dir. Wir müssen üben. Wir müssen dringend reden. Ich finde, wir sollten streiken. Das ist der einzige Weg, ihm zu zeigen, wer hier der Boss ist. Und wer ist der Boss? Wir alle. Wir stimmen ab. Alle, die dafür sind, dass wir streiken, bis Benny sich wieder beruhigt hat, sagen ich. 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 Alma, bist du dabei? Egal, es steht 3-1. Wir gewinnen. Also, wer will Benny sagen, dass er nicht mehr der Boss ist? Sieh mich nicht an, du bist die Älteste. Was? Das ist nicht wahr. Klingt, als würde jemand Benny eine Lektion erteilen. Seid still! Was meinst du damit, ich höre nicht zu? Ich höre sehr wohl zu. Benny, das tust du nicht.
Du gibst keine klaren Anweisungen und du hast Alma so nervös gemacht, dass sie kaum reiten kann. Ich bin es nicht, der hier alles falsch macht. Hör zu, du musst einen Gang runterschalten oder uns lachen morgen 10.000 Leute aus. Das willst du doch nicht. Wenn wir ausgelacht werden, dann nur deshalb, weil ihr nicht ein bisschen aufpasst. Benny, entweder du reißt dich jetzt endlich zusammen oder wir sind fertig. Wie du meinst. Ich glaube, ich brauche doch deine Hilfe, Willi. Sarah! Alma ist verschwunden! Aber es regnet draußen in Strömen. Wo könnte sie hin sein? Alma? Alma! Benny! Was machst du da draußen? Keine Ahnung. Ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf. Alles ist irgendwie total verworren. Hä? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hör zu, Alma nimmt sich das alles mehr zu Herzen als gedacht. Also kannst du jetzt etwas tun. Du kannst mir helfen, sie zu suchen. Hä? Hast du das gehört? Das klang wie Button. Alma? Was macht sie denn da draußen? Na, das, was du wolltest. Sie trainiert. Im Regen? Sie will es dir unbedingt recht machen. Alma! Alma! Benny, was sollen wir nur tun? Meine Eltern und Willi sind noch nicht zurück vom Festplatz. Das Unwetter hält sie wahrscheinlich auf. Los, komm! Wir müssen die Sache in die Hand nehmen. Das ist nur Gewitter. Wir bringen dich nach Hause. Hört sich so an, als wären die Pferde auch froh, sich zu sehen. Und ich bin sehr froh, euch zu sehen. Ist ja gut. Ist ja gut. Danke, Scarlett. Danke, Aztec. Alles in Ordnung, Alma? Mhm. Na, du bist mir ja vielleicht ein schöner Boss. Sitz da im Schlamm und lass dich schlapp. Ja, was für ein Anführer bist du eigentlich? Was für einer? Ich hab keinen Schimmer. Ich glaube, ich hatte den ganzen Tag keinen Schimmer. Es tut mir leid, wie ich euch behandelt habe. Besonders dich, Alma. Ach, ist schon gut, Benny. Hat irgendjemand eine Idee, was wir jetzt machen sollen? Ja, zwei Dinge. Als erstes essen wir, weil ich irren Hunger hab. Und als zweites? Dann machen wir das Flutlicht am Reitplatz wieder an und du zeigst uns, was wir morgen zu tun haben. Okay. Da ist es, liebe Zuschauer, das Team vom Gestüt Horseland. Sehen Sie nur, wie präzise sie der Führung des ersten Reiters folgen. Also, das ist wirklich eine tolle Truppe.
Das erinnert mich daran, was meine Großmutter immer sagte. Wenn du die Führung übernimmst, dann hör auf deine Reiter und Pferde und sie werden auf dich hören. Das sieht man deutlich. Sie hören alle auf diesen Jungen. Sie machen eine gute Figur, nicht wahr? Jetzt, wo Sie alles richtig einstudiert haben. Chef, Sie sehen einfach wundervoll aus. Trine, zisch ab. Du stehst direkt im... Ich wollte dich nicht herumkommandieren, aber könntest du bitte ein bisschen weiter rücken, damit ich auch was sehen kann? Oh, natürlich, Angora. Mit Vergnügen. Danke, Trine. Siehst du, Angora, es geht auch anders. Bringen. Hallo, willkommen auf Horseland. Wenn ihr so seid wie die Menschen hier, dann liebt ihr sicher auch Pferde. Pferde? Bitte. Wenn ihr nur halbwegs vernünftig seid, liebt ihr Katzen. Insbesondere mich. Ha, vielleicht mögen sie Schweine. Ui. Nicht, wenn sie Augen haben. Oder Nasen. Das ist eine ziemliche Unterstellung, Angora. Tatsache ist, Schweine sind sehr sauber. Und sie sind genauso klug oder sogar noch klüger als Pferde, Hunde und Katzen. Nicht zu fassen. Oh, Angora, du bist dafür süß. Eine süße kleine Katze. Man merkt es nur nicht immer. Oink, oink, oink. Diesmal bin ich der Erste. Solange ich das schnellste Pferd auf Horseland habe, wird das nichts. Ich hol dich ein. Gut gemacht, Scarlett. Tolle Leistung, Sarah. Und Scarlett. Sie ist das schnellste Pferd hier in der Gegend. Und dafür liebe ich sie. Ach, ich hasse es zu verlieren. Aztec ist heute irgendwie nicht gut drauf. Está loco, Benny. Du bist verrückt. Aztec hat nicht das Rennen verloren, sondern du. Ja, jetzt soll Aztec auf einmal schuld sein. Hey, du bist doch eben einen Umweg geritten. Das habe ich genau gesehen. Dafür kann Aztec nun wirklich nichts. Weißt du, selbst ein Bibliothekar hätte das besser gemacht. Was machst du mit dem Schmücker da, Alma? Ich schlage nur etwas nach, Molly. Man muss schließlich immer bereit sein, sich weiterzubilden. Und man beurteilt ein Buch nicht nach seinem Aussehen. Ich beurteile Bücher immer nach ihrem Aussehen. Je dünner sie sind, desto besser gefallen sie mir. Wir sehen uns auf Horseland. Interessant. Omega-3 und 6 Fettsäuren sind besonders wichtig für Hochleistungspferde. Tut mir leid, dass ihr auf dem Rückweg durch meine Staubwolke reiten musstet. Oh, bitte. Mit dem Vorsprung, den du hattest, hätte ja wohl jeder gewonnen. Da hat sie recht, Willi. Sarah, bist du das? Hallo, Mara. Sarah? Natürlich ist das Sarah. Bist du blind oder was? Du hast es erfasst. Genau das bin ich. Lass mich raten. Du kannst zwar sehen, schaust aber nicht richtig hin. Tut mir leid, aber wenn du deinen Stock nicht verstecken würdest, würden die Leute auch nicht den Fehler machen, zu denken, du wärst, naja, wie sie. Natürlich, das würden wir auf keinen Fall wollen, nicht wahr? Nein, würden wir nicht. Du könntest dich verletzen bei den vielen Pferden hier. Wir sehen uns später. Ups, naja, zumindest sehen wir dich. Der war gut, Zoe. Tut mir leid, aber die beiden sind immer... Ach, naja, die beiden haben zwar kein Feingefühl, aber dafür kann man gut über sie lachen. Du bist nicht sauer auf sie? Wie könnte ich? Sie leben scheinbar nicht in derselben Welt wie der Rest von uns. Tja, das kannst du laut sagen. Hey, wer ist das? Darf ich vorstellen? Meine einmalige Cousine Mara. Hallo, freut mich sehr. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Mara, ich möchte dir die besten Freunde von der ganzen Welt vorstellen. Das wird wohl eine lange und langsame Woche für dich. Wovon redest du da? Du bist doch immer diejenige, die die Neuankömmlinge rumträgt. Wie schnell soll sie schon reiten, wenn sie nicht sehen kann?
Zuerst mal wäre es mir eine Ehre, wenn Sarahs Cousine mich reiten würde, ganz egal, wie schnell sie ist. Zweitens kann ich doch sehen, wohin ich laufe. Und drittens werde ich weiterhin auch mit Sarah unterwegs sein, also wem kümmert's? Warten wir's ab. Hey, Sarah! Du musst herkommen und für das Pferd unterschreiben. Ein Pferd? Sarah unterschreibt für ein Pferd? Oh, oh. Oh, Sarah, du hättest kein Pferd für mich besorgen sollen. Hab ich auch nicht. Ich bin gleich zurück. Naja, wenn es nicht für Mara ist. Ich hol dein neues Pferd und du regelst das hier. Mein neues Pferd? Danke. Hier ist er. Du meine Güte, der sieht ja wunderschön aus. Wunderschön? Ich dachte, ich wäre wunderschön. Dann wollen wir mal das wunderschöne Pferd begrüßen. Warte, ich helfe dir. Wir helfen dir. Das ist wirklich nicht nötig. Prinz, das ist Sarah, deine neue Besitzerin? Nein, er gehört nicht wirklich mir. Ich reite ihn nur ein. Ich habe mir ja einen guten Tag ausgesucht. Solltest du dafür zufällig einen Reiter brauchen? Ich stehe zur Verfügung. Tut mir leid, Mara, aber er braucht keinen Reiter, sondern ein ganz spezielles Training. Und das soll ich übernehmen. Auf jeden Fall. Aber du kannst so lange Scarlett haben, so als würde sie dir ganz allein gehören. Ganz allein mir? Tut mir leid, Scarlett. Du kommst doch mit Scarlett allein zurecht, oder? Ja, aber natürlich. Besonders, wenn ich die ganze Zeit an ihrer Seite sein werde. Und ich werde an ihrer anderen Seite sein. Und ich, werde nach Schlaglöchern im Boden Ausschau halten. Danke, Leute, ich komme schon allein klar. Aber wir helfen dir gern. Okay, Mara, du bringst Scarlett rein, striegelst sie, fütterst sie, füllst ihr Wasser auf und räumst alle Sachen weg. Ist das alles? Nein. Du könntest auch noch ihre Box ausmisten. Ei, ei, Captain. Wir sehen uns später. Ich muss jetzt mit Prinz üben. Sarah hat dich einfach so weggegeben. Vergiss nicht, es ist nur für ein paar Tage. Sie trainiert dieses andere Pferd für jemanden. Ich hoffe, du hast recht. Komm, Scarlett. Ich muss dich striegeln und füttern. Okay, Leute, wo geht es zum Stall? Hier entlang. Mara scheint ganz gut klarzukommen. Sie ist sehr selbstbewusst. Ich bin mehr fasziniert von Scarletts Reaktion auf Prinz. Ich glaube, unsere reizende Araberstute ist eifersüchtig. Und vielleicht hat sie auch ein bisschen Angst. Wenn Sarah dieses Pferd behält, was passiert denn mit Scarlett? Das, mein liebes Schweinchen, ist genau das, worüber ich nachdenke. Was wird dann mit Scarlett passieren? Hört mal, Leute, es mag ja vielleicht ganz spannend sein, mir beim Ausmisten zuzugucken, aber ich kann Scarlett gut allein versorgen. Man weiß ja nie, da könnte eine Hake im Stroh liegen oder eine Schlange. Ich will dir nur helfen. Hey, wenn du das unbedingt möchtest, hier, könntest du das hier nehmen? Klar. Aua! Sag nichts. Genau. Er ist auf eine Hake im Heu getreten. Leute, ihr solltet nie Werkzeug rumliegen lassen. Da kann man sich böse verletzen. Komm, Benny, bringen wir dich lieber hier raus, bevor du von der Schlange gebissen wirst, die hier vielleicht rumkriecht. Dann kann ich mich endlich in Ruhe um Scarletts Box kümmern. Aber Vorsicht! Im Stall kann es ganz schön gefährlich sein. Hey, hat jemand einen Striegel, damit ich mein Pferd striegeln kann? Hast du das gehört? Mara sagte, mein Pferd. Nur für ein paar Tage. Ein abgekatertes Spiel. Sarah hat ein neues Pferd und gibt dich an ihre Cousine ab. So ein Blödsinn. Bilde ich mir das nur ein? Was meinst du, Button? Tja, ich weiß nicht. Scarlett, hat Sarah irgendwas gesagt, was dir Sorgen bereitet? Nein. Außer das... Was? Ich glaube nicht, dass es was zu bedeuten hat. Aber als ich heute das Rennen gewonnen habe, hat Sarah gesagt, dass sie mich lieben würde, weil ich das schnellste Pferd auf Horseland bin. Tja, na und? Jetzt zähl doch mal 2 und 2 zusammen. Was wäre, wenn es hier ein schnelleres Pferd gäbe und dieses Pferd zufälligerweise Prinz wäre? Niemals, das ist nicht wahr. Sarah würde mich niemals weggeben. Sarah und Prinz fliegen ja richtig. Mara, das musst du dir ansehen. Ups, entschuldige. Ich habe das nicht wörtlich gemeint. Ich bin sicher, dass du sie so deutlich hören kannst, dass du genau weißt, was sie machen. Sieh, ich habe gelesen, wenn einer der Sinne nicht mehr funktioniert, werden die anderen umso stärker. Benny, einmal ganz ruhig. Ich habe keine besonders starken Kräfte. Schließlich bin ich ja auch nicht Superman. Aber ich bin auch kein hilfloses Baby. Denkt einfach, ich wäre ganz normal, okay? Okay, ich weiß, was du meinst. Ab jetzt sagst du einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Mir auch. Und mir auch. Toll. Dann werde ich mal Scarlett striegeln. Und zwar allein. Ich glaube, ich gehe nicht in die richtige Richtung, stimmt's?
Nein. Ups, das macht meinen Abgang deutlich weniger traurig. Ich hoffe, das ist nicht dein letzter Tag auf Horseland. Hör endlich auf damit. Du machst mich so wütend, dass ich einfach nur austreten könnte. Oh. Okay, jetzt brauche ich Hilfe. Was ist passiert? Scarlett hat die Tür aufgestoßen. Sie hat mich umgeworfen. Hast du dir wehgetan? Ach, ist nicht so schlimm. Ist dein Handgelenk gebrochen? Nein, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich hatte es mir letztes Jahr gebrochen. Wie denn? Ich bin vom Pferd gefallen. Und jetzt flippen meine Eltern aus, weil ich wieder reiten will. Okay, Moment mal. Benny. Du willst was? Ich komm schon zurecht. Hilfst du mir auf? Klar, aber für den Rest der Zeit gehe ich dahin, wo du auch hingehst. Ich auch. Ich auch. Oh Mann. Ich sehe schon, von euch komme ich einfach nicht los. Da seid ihr ja. Mara, ich muss jetzt unbedingt mit Prinz weiter trainieren. Also musst du Scarlett selbst satteln, wenn du sie heute reiten willst. Wenn ich heute reiten will? Aber natürlich will ich heute reiten. Ich will jeden Tag reiten. Es mag ein bisschen dauern, aber dann geht's richtig ab. Es wird gar nicht lange dauern. Auch wenn du deiner Cousine nicht helfen willst, wir werden es tun. Sie ist kein Baby, sie kann das allein machen. Sarah hat recht. Danke für eure Hilfe, aber ich schaff das schon. Ihr müsst euch nicht bemühen. Das ist überhaupt keine Mühe. Und du willst dir doch nicht wieder das Handgelenk verletzen. Okay, machen wir Scarlett fertig. Ho, Prinz. Gut gemacht. Hey, Sarah. Warum lasst ihr Scarlett nicht schneller laufen? Das macht Mara bestimmt Spaß. Das ist eine gute Idee. Wie wär's mit einem kleinen Galopp? Erstmal musst du dich daran gewöhnen, im Sattel zu sitzen. Ich bin schon mal geritten, falls du dich erinnerst. Vorsicht, ein Loch! Oh, Junge! Ganz ruhig. Schon gut, schon gut. Nur ein kleines Erdloch. Du wolltest doch dafür sorgen, dass Mara nichts passiert, stimmt's, Benny? Können wir das nochmal machen? Nein, aber ich muss echt zugeben, dass du dich gut im Sattel gehalten hast. Vielleicht können wir jetzt wirklich ein bisschen schneller reiten. Toll! Scarlett, jetzt dürfen wir endlich... Traben. Oh, besser als gehen. Mara, wie kommt es, dass du so viel reiten willst? Ich liebe Pferde. Alle denken, ich sollte lieber Sachen machen, die passender für jemanden wie mich sind. Wenn du weißt, was ich meine. Das kann ich gut verstehen. Meine Freundinnen aus der Stadt halten mich für verrückt, dass ich immer so weit mit dem Bus hier rausfahre. Nur weil sie sich nicht für Pferde interessieren, muss ich deswegen ja nicht aufs Reiten verzichten. Sie wissen nicht, wie das ist, wenn der Wind beim Reiten ins Gesicht weht. Ganz genau. Wie wär's jetzt mit einem kleinen Galopp? Okay, es sind ungefähr 100 Meter freie Bahn vor uns. Bleib einfach dicht neben mir und wenn ich Ho sage, halt sofort an. Verstanden. Höher, los, Scarlett! Mara, warte! Juhu! Jetzt musst du langsamer werden. Okay, Ho, Scarlett! Wow, du reitest fast, als könntest du... Als ob ich sehen könnte? Die meisten vergessen, dass Reiten Teamarbeit ist. Solange mein Pferd sehen kann... Hi, Mara, ich bin es, Chloe. Oh, Zoe, sieh dir die Halskette an. Ist das ein Topaz? Du meine Güte, das ist einer. Nein, da irrst du dich. Unsinn, ich erkenne einen Topaz sofort. Ich will nicht unhöflich sein, aber du kannst nicht sehen. Woher willst du das also wissen? Ihr beide seid absolut... Warte, Sie haben recht, ich kann nicht sehen. Woher soll ich es also wissen? Ganz genau. Hey, hast du nicht Lust, die Kette gegen was anderes zu tauschen? Ich habe einen coolen MP3-Player. Hört mal zu. Mara möchte ihre Halskette gern behalten. Ist schon okay, wenn ihr sie wirklich haben wollt. Cool. Da passen 5000 Songs drauf. Mara, bist du wirklich sicher? Sie ist sicher. Oh ja, ich bin sicher. Was für ein Tausch, einen Topaz gegen einen MP3-Player. Oh, wir sind so gut. Und schön. Und clever. Wieso hast du das getan? Du hast gerade deinen echten Topaz weggegeben. Nein, habe ich nicht, Molly. Ich habe 3 von diesen Ketten für 5 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Der Stein ist ungefähr so echt wie Chloe und Zoe. Na, du bist mir ja eine. Hey, Molly. Du solltest den Reitweg sehen, den mein Vater neu angelegt hat. Na, der ist bestimmt klasse. Er soll zu einer ganz tollen Wiese führen, auf der wir noch nie waren. Wow. Na dann los. Ich kann auf so einem Weg reiten. Ich bleibe direkt hinter euch. Ich komme schon klar.
Du versprichst nicht abzuhauen? Ja, ich werde brav sein. Na gut, aber wir reiten nur zur Wiese und dann direkt wieder zurück. Ja. Hey, wo wollt ihr hin? Auf einen neuen Reitweg, willst du mit? Das geht leider nicht, ich muss weiter trainieren. Hört mal, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Es wird bald dunkel und außerdem kommt Wind auf. Ach, nun sei nicht so ein Angsthase. Heute Nacht ist Vollmond, es wird total hell sein, selbst wenn wir ein bisschen später nach Hause kommen. Und was ist, wenn ein Sturm kommt? Soll das ein Scherz sein? Im Wetterbericht wurde nichts von Regen oder Sturm gesagt. Los, kommt schon, bevor Sarah uns das noch ausredet. Keine Sorge, ich komme schon klar. Mara macht ihre erste Reittour? Kein so guter Zeitpunkt, wenn du mich fragst. Sieht aus, als würde ein Sturm aufziehen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Ah. Das ist aufregend. Oh, das Geräusch kenne ich. Hört ihr das? Ein Bienenstock in einem Baum. Wie Bienen? Vertrau mir. Ich kann sie summen hören. Jetzt kann ich sie hören. Und ich kann sie auch sehen. Ich auch. Du hast gute Ohren, Mara. Wir müssen jetzt nach rechts. Ist nicht so leicht, die Orientierung zu behalten. Keine Sorge, ich habe mir alles gut eingeprägt. Wir kommen schon zurück. Riecht mal die Erdbeeren. Man riecht sie ganz schwach. Aber sie sind da. Sie riechen gut. Wie eine Nachspeise. Oh, ich höre einen Bach hinter den Bäumen da drüben. Ich höre ihn auch, jetzt wo du es sagst. Weißt du, mir war bis jetzt nicht klar, dass ich so viel um mich herum nicht mitkriege. Es muss irgendwie cool sein. Cool, blind zu sein? Jetzt übertreib mal nicht. Mein Leben ist nicht gerade einfach, aber es ist unvorstellbar intensiv. Okay, wir sind fast da. Wir nehmen wieder die rechte Abzweigung. Oh, qué lindo. Wie schön. Wie sieht es hier aus? Große, weite Wiesen mit vielen schönen Bäumen. Hey, seht mal den Habicht. Oh, oh. Seht mal die Wolken. Es wird echt schnell dunkel. Ja, brechen wir lieber wieder auf. Wir sollten hier keine Zeit vertrödeln. Wenn die Wolken nicht wegziehen, gibt es kein Licht vom Mond und dann... In ein paar Minuten wird es ganz schnell... Dunkel, stockdunkel. Ich kann kaum noch meine Hand vor Augen sehen. Keine Sorge. Ich habe immer eine Taschenlampe in meiner Satteltasche dabei. Na toll, die Batterien sind leer. Das kann ja heiter werden. Wir sind verloren. Woher sollen wir jetzt wissen, wo wir lang müssen? Ich glaube, ich kann uns hier rausbringen. Wie soll das gehen? Du kannst ja nicht mal sehen. Psst. Erinnert ihr euch an den Bach, den ich gehört habe? Also, ich kann ihn genau hören. Er ist irgendwo links. Du hast recht. Ich kann ihn jetzt auch hören. Cool. Mara, übernimm die Führung. Wo jetzt lang? Bald müsste die Stelle kommen, wo wir die Erdbeeren gerochen haben. Sieh. Riecht wieder nach Fräsas. Das kommt von rechts. Folgt mir. Wo lang? Psst. Ich kann weder was hören noch was riechen. Sie sind längst nicht so laut wie am Tage. Aber wenn man ganz still ist, kann man sie trotzdem hören. Bean! Mara, du bist echt genial. Bald sind wir zu Hause. Es ist so dunkel. Sie werden den richtigen Weg niemals finden. Außerdem wird es bald regnen. Keine Angst, wir werden sie finden. Warte, was war das? Hi, Sarah! Willi! Wow, wie habt ihr nur zurückgefunden? So ohne Licht. Das war Mara. Sie hat uns geführt. Mara, du bist große Klasse. Ich muss dir unbedingt was sagen. Lass uns zur Ranch zurückgehen. Okay, ich muss was Wichtiges sagen. Mara, ich habe dich die letzten Tage mit Absicht allein gelassen. Ich musste deinen Eltern versprechen, alles für mich zu behalten, falls es nicht klappen sollte. Hä? Sie hatten mich gebeten, zu testen, ob du dich wirklich allein um mein Pferd kümmern, es pflegen, füttern und reiten kannst. Das volle Programm. Ach, gut zu wissen. Ich dachte schon, du würdest mich nicht mehr mögen. Ach, Quatsch. Es war allerdings nicht leicht rauszukriegen, was du alles so allein kannst. Weil Benny, Alma und Molly immer versucht haben, dir alles abzunehmen. Aber du hast uns echt überrascht. Und wir sind uns wohl alle sicher, dass du den Test mit Auszeichnung bestanden hast. Im Namen deiner Eltern möchte ich dir hiermit dein eigenes Pferd überreichen, Mara. Willst du mich auf den Arm nehmen? Du gibst mir Scarlett? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Ich würde Scarlett niemals weggeben. Prinz ist dein neues Pferd, Mara. Ja! Danke. Prinz ist bestimmt toll. Das weiß ich, weil du ihn trainiert hast. Scarlett. Morgen müssen wir zwar aber einiges nachholen. Ma,
Mara, tut mir leid, dass wir so lange gebraucht haben, um zu kapieren, dass du keine Sonderbehandlung brauchst. Danke für deine Geduld mit uns. Sieh, du hast uns bewiesen, dass man ein Buch nicht nach seinem Aussehen beurteilen soll, selbst wenn es in Blindenschrift geschrieben ist. Mara ist ein tolles Mädchen. Es ist erstaunlich, was sie alles kann. Und sie weiß, was sie will. Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt sie sich durch nichts davon abbringen. Das gefällt mir. Ungefähr so wie Trine beim Essen. Essen? Hat jemand Essen gesagt? Ich hab Hunger. Das war eine gute Geschichte. Mara kann sich jetzt freuen. Sie hat ein neues Pferd bekommen. Und Scarlett hat keinen Grund mehr, traurig zu sein. Ganz genau. Scarletts Eifersucht und wie blöd Zoe und Chloe bei ihrem Tauschgeschäft waren, das sind meine Lieblingsstellen. Sag nichts, Angora. Nichts, Angora.